Ja, Leute, hier hinter mir ist hier voll fett die B49, hat er gesagt. Und hier drüben ist Tiefenbach. Hier hinten seht ihr den alten, das alte Widerlager der Brücke von der Lindenbachbahn, auch manchmal Lindelbachbahn genannt, so wie ich die Bahn auch in meiner Videoreihe nenne. Ja. Die Brücke ging dann irgendwann, ich hoffe, ihr hört überhaupt noch was. Ach, ich zieh mal den Rucksack an und geh einfach weiter, hat er gesagt. Ich hoffe, dass ihr wegen der B49 überhaupt was hört. Allah. Wieder leer die Flasche, obwohl ich das Video gerade erst anfange. Das liegt aber daran, dass echt eine Zeit gekostet hat, bis ich hier angekommen bin. Hier fahren ja die Busse auch überhaupt nicht hin. Hätte ich fast gesagt. Naja gut, worum es jetzt eigentlich geht hier in dem mächtig geilen Video, hier unten an der Lahn. Hier war früher ein alter Hafen gewesen. Ein Hafen, so wegen dem Eisenerz. Hier wurde ja schwerst Eisenerz abgebaut. Und bevor man die Landtalbahn 62/63 fertiggestellt hatte. Also 62 hatte man sie fertiggestellt und dann irgendwann im Januar wurde sie dann eingeweiht. Vorher wurde das alles hier auf Kähne geladen, auf Lastkähne, das ganze Eisenerz. Und jetzt hat man mir erzählt, dass wenn es im Sommer oder so Niedrigwasser ist, dann sieht man die alten Kaianlagen wohl noch oder was oder wie oder wo. Übrigens war das Wetter heute den ganzen Tag toll. Jetzt, wo ich angekommen bin, zieht das Wetter langsam zu. Das war ja auch mal wieder klar. Und aus Brast, eben, aus Brast trinke ich den letzten Schluck Bier komplett auf einen Riss leer. Scholz, hätte ich mich fast noch verschluckt. So Leute, ich melde mich dann gleich da vorne, wo der Brückenstumpf ist. Nochmal, und da werde ich mir eine neue Flasche aufreißen und erzähle ich euch erstmal was dazu. Nöckt. Eben, Schniedelgewurze. Schniedelgewurze. Das ist übrigens der Cousin vom Erschle G. Poppe. Erschle G. Poppe. Wie die Autos da alle hin rumfahren, die Bastarde. Und die? Ja, die auch. Naja, was soll's, gell? Gott sei Dank muss ich kein Auto fahren, kann schön Bier trinken. Und eben. Merkt, nie finde ich die Buddeln all. Alter, da nehme ich hier den Spaten halt. Gut, dann hoppe ich die Geschichte erstmal auf, hat er gesagt. Ist ja wieder ein Stress hier. Nun ist die Lahn. Und wir können ja schon sehen, wie die schön eingefasst ist. Man sagt kanalisiert. Die wenigsten Leute wissen das, aber die Lahn ist hier oben. Im mittleren Lahnbereich, genau wie im unteren, schiffbar gemacht worden. Und deswegen massiv kanalisiert worden. Eben. Das stimmt aber wirklich, hat er gesagt. Eben. Gut, Leute. Oh.
Eben. Eben. Cheers, guys. Gut, Leute. Also zurück zur Geschichte. Direkt hier hinter dem Gebüschen, ist dann auch schließlich der Bahnhof von Leun, Stockhausen oder wie das heißt. Ich werde das jetzt mal unten einblenden. Und auf jeden Fall kam die Lindenbachbahn, also der Bach, der da lang fließt, heißt eigentlich Lindelbach. Aber die Firma Krupp, die dann die Eisenbahn schließlich gebaut hatte, die Kleinspurbahn, die wollte unbedingt, dass das Lindenbach heißt. Und da oben, wo jetzt der Zaun ist, da ging die Brücke natürlich direkt gerade hier über das Feld. Natürlich waren hier damals auch noch, wie sagt man, Stützpfeiler gewesen, die man aber mit der Zeit wirklich weggemacht hatte. Hat. Und ja, jetzt will ich euch mit euch erstmal gucken, ob wir hier irgendwie Sachen von dem alten Hafen finden können, von der alten Ladestation. Aber wie ihr seht, hier ist ja alles wieder massiv zugewachsen. Das ist voll scheiße. Nöckt. Das, was davon sein könnte. Nicht, dass ich gleich hier ohne liege. Das geht massiv tief hier runter, hat er gesagt. 4-5 Meter bestimmt. Und das schön durch feinste Brennnesseln. Das wäre filthy, wenn ich hier runter mockern würde. Das wäre echt derb. Gut, Leute. Ist wirklich schwierig zu sagen, gell? Naja, normal müsste ja dann der Verladehafen dann auch hier gewesen sein, aber man weiß es nicht genau. Eben. Und deswegen gucke ich jetzt einfach noch mal. Nöckt. Deswegen gucke ich jetzt einfach noch mal. Scholz. Naja, nee. Hier, das wird bestimmt nichts da, einen besseren Blick zu finden. Eine Scheiße, Mann. Immer hat man seinen Ärger. Das gibt's überhaupt nicht. Nöckt. Naja, Leute. Die laden ja doch hier massiv Niedrigwasser. Ich, Depp, hab natürlich auch die Tarnklamotten nicht an. Da wäre ich jetzt nämlich einfach hier durch diese Brennnesseln einfach durchmarschiert. Stattdessen habe ich hier die Tschunde an, hat er gesagt. Weil es wanzenmäßig Sommer ist. Ulei. Leute, aua, verdammte Furze. Guckt euch mal das hier an, wie die Lahn hier ganz schnell langflossen tut. Das sind massive Geschwindigkeiten. Und hier hinten ist wirklich diese Steinformation. Ja, als wäre die blöde Äste fokussiert. Ja, wenn ich nur hier runter könnte. So eine Scheiße. Wenn ich heute wieder einen meiner Fahrerinnen dabei gehabt hätte,
Da hätte ich ja auch meine Militärklamotten dabei gehabt. Aber so, weißt du, kannst du schlecht mit der Uniform da mit dem Bus und alles rumfahren. Mit dem Zug und das alles. Das Scheiße mal wieder. Boah, sogar eine fette Bremse war hier gerade auf meiner Kamera gewesen. Wenn die mich beißt am Ende auch noch. Scheiße, Leute, das ist mal wieder total gefährlich hier. Mist. Ich hab jetzt schon Schiss. Ich glaube, im besseren Blickwinkel werden wir auch nicht mehr finden, hat er gesagt. Nöckt. Die B49, die gab es natürlich damals noch nicht. Die wurde erst in den Anfang oder mit 60ern gebaut. Scholz. Und ich kriege nirgendwo mal ein geiles Bild rein, hat er gesagt. Lei. Dass die alten Verlageteile sind da, die Mauern da, was davon übrig geblieben ist. Das ist wirklich filthy. Nöckt. Pizzicato, die Musik. Pizzicato, Mucke. Ja, scheiße, echt. Leute, es ist einfach zu viel Zeug hier. Gut, Leute, ich melde mich dann gleich nochmal.